Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, und einen wunderschönen guten Morgen im amerikanischen Outback. Ja, wir sind bereits in Folge 300 und, warte, muss ich gleich nachgucken. 317 sind wir schon gelandet, wenn mich nicht täuscht. So, ja, unseren Grubber sehen wir hier. Der Streudünger, der könnte eigentlich jetzt hier noch eine freundliche Bahn im Nachmachen. Weil den wollte ich eigentlich möglichst schnell haben. Was einfach woran liegt. Natürlich, ich möchte natürlich das neue Feld mit ihm schon mal eine Runde vordüngen. Ne? So simpel ist es. Helfer an. Dann machen wir da eine Spur hier. Die Sämaschine kommt ja schon flockig hinterher. Seht ihr da hinten, ja? Ne? Dann schauen wir mal, was hier so geht. Aber von der Breite, Arbeitsbreite her würde ich sagen, es reicht erst nur für eine Spur. Ja, wir werden dann das gute Feld kaufen, nämlich die 18. Da werden wir mal über 900.000 für auf den Kopf hauen. Und dann hoffe ich, dass das was wird. Ich hoffe auch, dass wir irgendwie mal Glück haben und mal unsere Wurst verkaufen können, unser Fleisch verkaufen können. Ihr seht, da haben wir über 60.000 von an Bord. Das sind zwar auch 350.000, aber es gibt natürlich bedeutend bessere Preise wie der Klöterkram, den wir jetzt hier so haben, ne? So, ich muss ihn hier schon wieder ausschalten. Weil ich glaube, noch eine Spur macht er da nicht. Jetzt müssen wir erstmal warten, bis der Part da zu Ende geht. Aber das ist, glaube ich, kein Problem. So, wir gucken. Sonnenblumenpreis, der war am Steigen, als wir letztes Mal geguckt haben. Der ist auch immer noch am Steigen. Okay. Unser Silagepreis, wir haben ja eine Ladung was verkauft. Den haben wir hier dadurch ganz derbe eingekellert. Das ist aber okay. Wir haben eine gute Ladung rausgehauen. So, haben wir sonst noch irgendwas, was wir hier an den Mann bringen müssen? Nö, was wir natürlich gucken können, ist natürlich einmal bei unseren Produktionen hier drüben. Ach Quatsch, wo haben wir denn? Du bist das bestimmt, da haben wir doch. Wir steigen hier mal bei unserem kleinen Kollegen ein. Ich wollte noch gucken, brauchen wir noch Holz nach? Okay, das sieht mir nicht mehr nach viel aus. Da schon wieder ein bisschen Palette da. Hackschnitzel ist sehr, sehr wenig. Die Maschine läuft ja eh gar nicht. Unsere Fruchtjungs hier sind die Paletten fast voll. Bei dem und bei dem nicht. Okay. Da müssen wir mal gucken, ob wir eine gebunte Palette Früchte verkaufen. Das sind ja unsere Früchte. Die Preise sind alle gerade für den ja, allerwertesten. Das heißt, wir müssen tatsächlich mal eine Runde Holz zwischendurch wieder machen. Das ist ja kein Problem. Wir haben einen Wald und wir haben auch hier ein Fahrzeug, was jetzt hingehen kann, den Tank vorlaufen lassen kann. Nein, wir können natürlich jetzt zwischendurch noch eine Runde Holz machen, wenn gleich erstmal die großen Arbeiten laufen. Ne? Die 18, das ist das Feld, was wir jetzt gleich kaufen werden, das hat natürlich eine exorbitante Größe und deswegen können wir da richtig ran. Ne? Also das dauert ein Momentchen, bis die Jungs da fertig sind. Das kann man nicht anders sagen. So, ich werde ihn jetzt einmal hier zum Wassertanken ranfahren. Kann ja alles zwischenzeitlich immer alles laufen, ne? Alles, was nebenbei läuft, ne? Ist ja immer so. So, gut, hier ran. Hier ist der passende Tank. Hier bremsen wir. Und hier lassen wir ihn vorlaufen. So simpel ist es. Sehr schön. So, wie sieht das aus? Challenger braucht nur noch zwei. Dann würde ich sagen, wagen wir es und gehen mal auf die Karte. Gehen hier nach Feld 18. Also ich zeige auch nochmal, warum wir die 19 nicht nehmen. Ne? Falls die Frage da aufkommen sollte, da sind wir. Die 19 wird angezeigt mit 3 Hektar und 200 noch was 1000. Guckt euch den Spaß auf der Karte an. Sorry, falsche Taste. Auf die Karte an. Die 19, da sind keine 2 Hektar. Da kannst du mir sonst was erzählen. Weil wenn wir jetzt mich zur 18 rüberhüpfen, ne, da mache ich jetzt mal Nachbarfeld besuchen. Und ich gucke mir hier die Größe an. Dann sagt er mir hier, das sind 11,5. Ne? Das ist, das kann mir jetzt keiner weiß machen, dass das Feld, die 18, viermal so groß ist wie die 19. Nee, vielleicht zweieinhalb mal so groß, aber das andere passt nicht. Ne? Also das geht einfach nicht. Deswegen, ja, nehmen wir das gute Stück hier. Und ich sehe gerade, hier ist was, wir müssen ernten. Ah, schnell kaufen. Es ist ja alles falsch, was ich behauptet habe. Wir müssen ernten. Es ist ja... Oder täusche ich mich? Ja, wir haben ein reifes Feld gekauft. Und es gibt Mais. Wir müssen rüber.
Ich dachte, ich müsste das jetzt frisch ansehen. Nein, wir müssen es erstmal runterholen, das gute Zeug. Geil. Voll die Ladung, sage ich da nur. Gleich mal anschmeißen, diese freundliche kleine Schnuckelkiste hier. Da ist das gute Maisgebiss. Da sollte man vielleicht auf 50 ranfahren, dann kann man das Ganze auch aufnehmen. So. Sofort Dampf machen und gleich hin. Da hätte ich da mal vorhin schon drauf geachtet, dann hätte ich das ja schon längst gekauft und wäre er schon am Rumfahren. Ich find's bold, ey. So, 91.000 haben wir noch in unserer Kasse. Das ist jetzt nicht mehr so super berauschend, das gestehe ich zu. Aber es schmeißt natürlich jetzt alles erstmal über Bord, weil es ist ja positiv, ne, logischerweise, was ihr jetzt hier seht, weil wer freut sich nicht über 11 Hektar Mais frisch zu ernten? Das wird jetzt nicht die riesige Ausbeute sein. Das ist natürlich einfach daran liegt, dass das jetzt keine Dreifachdüngung oder sowas hatte. Ne? Sondern ich weiß nicht, wie der Bauer davor mit am Wursteln war. Aber es ist natürlich genial, dass das hier gleich pünktlich Mais ist. Und wir hier eh natürlich sowas anpflanzen wollen. Dann ist es auch gut, dass jetzt eine schöne dicke Ladung Mais reinkommt. Dann können wir ja sorglos hinterher hier Sonnenblumen anpflanzen. Dann passt das alles. Sehr schön. Hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Ja, wir haben hier vorne einen Weg rein anscheinend. Ja, da vorne haben wir richtig eine schöne Zufahrt. Ich muss zugestehen, ich habe mir die Enden vom Feld gar nicht so angeguckt. Ja, die Straße hier funktioniert. Ist gleich hier neben dem Shop. Man sieht hier schöne Auffahrt. Dann sieht man auch mal die Dimensionen von dem Feld. Ne? Schaut euch das Ding an. Das ist also, das ist kein 2-Meter-Feld. Ne? Das ist ja nun mal so. Ich weiß jetzt nicht, ob wir am Ende genauso gut drehen und wenden können. Nee, falsch. Das war schon richtig. Ich muss bloß beides ausklappen. Ich will's voll. Sonst wird das hier nämlich nichts. So, gut. Und hier ran und dann gleich los. Und dann holen wir den LKW nach und fahren den Streudünger den Part dann noch zu Ende und müssen den Grubber schon rüber und was weiß ich. Ja, also, er fährt. Wir müssen erstmal gucken. Der Challenger hier, der ist fertig. Wir müssen natürlich auch darauf achten. Den falten wir zusammen. Bei der Feldgröße wird der Challenger natürlich jetzt noch eine Runde mithelfen. Wir werden mit dem Grubber das jetzt hier machen. Und auch mit der Sämaschine. Ich werde jetzt die Strada da nicht für nehmen, sondern das hier soll das Originalgespann dafür dann ja auch sein. So, ich fahre ihn erstmal nur zur Seite, dass er nicht im Weg ist. Weil hier kommt nämlich der Kollege, der jetzt hier der Sämaschine im Weg wäre in Millisekunden. Aber das konnten wir gerade noch abwenden. Also, wir fahren jetzt hier eine Runde ran. Schön. So halbwegs mittig, sag ich mal so. So. Ja, das klappt. Und er dürfte die restliche Spur auch auf einmal machen. Dann überführen wir ihn auch. So, aber was sagte ich? Wir müssen hier noch was anderes überführen, nämlich ihn hier. Das heißt, unser Holzvorhaben wird nicht aufgegeben. Nein, nein. Unser Holzvorhaben wird nur aufgeschoben. Und zwar bis wir die Ernte drin haben und dann anfangen den Part zu düngen und zu säen und sowas halt, ne, und zu grubbern und so. In der Zeit werden wir da noch eine Runde Holz machen. Jetzt muss er natürlich erstmal hin. Die Wege sind ja auch nicht kurz. Und erstmal den Mais runterholen. So sieht's aus. So. Gut. Gleich hier um die Ecke gezischt. Gleich mal hinterher geknuspert. So simpel ist es. Und dann fahren wir alles rüber. Das heißt also den Challenger, den New Holland mit dem Pflegereif und den Streudünger, weil der muss dann noch vor dem Challenger rüber. Und dann natürlich die Sämaschine, wenn sie fertig ist. Und ich hoffe, dass ich die alle versetzt auflaufen lassen kann. Das heißt also, sobald der Dünger angesetzt ist und anfängt zu düngen, schicke ich den Grubber hinterher. Und wenn der Grubber ein Stück hin ist, schicke ich die Sämaschine hinterher. Und dann vielleicht sogar alle gleichzeitig auf dem Feld unterwegs. Schauen wir einfach mal. Was wichtig ist jetzt erstmal, da wir immer noch keinen Regen hatten hier, dass wir versuchen natürlich die Ernte jetzt hier noch reinzukriegen. Ne? Sobald es regnet, ist Stopp. Ne? Das ist natürlich fatal, aber stoppen wollen wir nicht. Ah, die Kurve ist nicht die schönste Einfahrt. Für so ein bisschen wuchtigen LKW hier. So, das dürfte der Streudünger sein, der die Aufgabe beendet hat. Ich sehe noch nicht die zweite Bahn und der ist
40% voll. Ich lasse mal kurz hier stehen und skippe einmal durch. Wow, er hat jetzt 42%. Auch hier kann er hervorragend werden mit einer Bahn. Also 2,5 Bahnen, das ist einmal voll. Hier wird einiges an Mais runtergehen. Und was erst, wenn wir hier anfangen mit dreifach, ne? 4444 ist eine Bahn. Wow. Das ist heftig. Ich finde das sehr heftig. So, ich fahre jetzt erstmal ihn hier zur Seite. So. Das ist auch heftig. Ich fahre jetzt einfach hier quer durch. Das ist noch heftiger, ne? Ich weiß. Ich fahre jetzt hier einmal schön gemütlich durch. Haben wir hier schön um die Kurve rum. So, da sind wir schon. Und einmal hier rum, da rum. Ne? Und dann fahren wir nicht von der anderen Seite hier an das Feld ran. Ups. Ah, na okay, komm. Wir fahren jetzt einmal hier durchs Grünzeug, ausnahmsweise. So. Weil ich hätte da vorne schon abbiegen müssen, war natürlich schon wieder viel zu weit gefahren. Da ist auch noch ein Sägewerk. Aha, was ist das? Können wir uns gleich mal angucken, was das da ist. Sieht komisch aus. So, ich lasse ihn jetzt erstmal hier an der Seite irgendwo stehen, dass er ja den Kollegen da nicht im Weg ist. So, steig hier einmal aus. Irgendwas sah da witzig aus hier vorne. Ist die BGA? Die originalen BGA habe ich hier, glaube ich, noch nie benutzt. Weil das Ding, der stört ein bisschen. Man muss das hier schaufeln. Schaufeln ist immer doof. Okay, ist die BGA. Warum nicht, ne? So. Gut, gut. Er fährt, er macht, er tut, er hat, er soll. Er soll hinterher. So sieht's aus. Auch der freundliche Kollege muss da drüben in die Richtung. Okay, fahren wir mal genau hier durch, ohne was umzubringen. Die andere Sämaschine dürfte dann auch gleich soweit sein. Läuft also. Also Team Gelb ist noch mal mit am Start. Hilft doch mal aus. So muss das sein. Ein wunderschön direkt auf der Straße passendes Gespann. Finde ich sehr gut, muss ich sagen. Ich mag Team Gelb. Ich glaube, irgendwann kaufen wir das Feld da tatsächlich. Und wenn er meint, dass es mit den Hektaren so ist, ist schön und gut. Aber wenn das funktioniert, wäre es natürlich auch noch eine geile große Fläche, ne? Gut, dass ich mit ihm hier so dicht rumziehen kann, seht ihr das? Ne, werde ich schon wieder fast vorbeigefahren, ne? Sachen gibt's. So, auch ihn. So, da hat er gleich die zweite Bahn. Und er hat sie noch nicht ganz durch und ist schon bei 80%. Das ist beeindruckend. So, das ist genau die Arbeitsreihenfolge hier, wie ihr seht. So, hier die schöne Schlange. Wir haben natürlich jetzt hier noch ihn hier, aber er braucht noch ein bisschen. Es ist auch kein Stress. Er kann auch in Ruhe gemütlich, weil er ist der Letzte, der auf die Piste muss. Ne? Also der, es muss ja erst. Ja klar, die Erntemaschine muss jetzt natürlich rüber dann. Dünger, Robbern, Dünger, Saat, mit Düngen. Ne? Also geht. Haben noch ein bisschen was zu tun sozusagen. So, und derzeit fahren wir jetzt den Wasserbehälter rüber. So, dalle. Den fahren wir jetzt einmal wieder an die dicke Kante ran. Und da müssen wir mal gucken. Eigentlich sollte man ihn ja mal eine Runde tanken. Das heißt, wir machen einfach unseren eigenen Wagen voll und tanken davon auch. So simpel ist es meistens, ne? So, der Randale-Bruder ist gerade vorbei. Wir haben einigermaßen Glück gehabt hier die letzten Tage auch. Deswegen finde ich das schon sehr angenehm, muss ich sagen. So, jetzt einmal hier eine Runde den Wasserpart erledigen. So. Zwischendurch müssen wir natürlich nochmal gucken, mit dem Sonnenblumenpreis, ob sich da noch was tut. Das ist zu wenig Knick. Jetzt muss das besser gehen. Nein, ich bin einer der ungeschicktesten Rückwärtsfahrer, die man kriegen kann.
Bin ich nicht stolz drauf. Ist aber leider die Tatsache, ne? So, er haut schon mal ein bisschen Wasser rein. Da geht auch was. Und irgendwann können wir das Zeug hier auch nebenbei auffüllen. Aber als erstes müssen wir mal den freundlichen Kollegen hier leer machen. So, LKW kommt zum Einsatz. 2,5 Bahnen noch nicht mal und das Ding ist voll. Und hier sind ein paar Bahnen drauf. Das kann man nicht anders sagen. Aber es wäre noch mehr, wenn das dreifach Düngen an wäre hier. Also das wird schon ziemlich extrem werden, möchte ich mal so behaupten. So. Ja, dann machen wir das und dann wird er jetzt von alleine doch wieder starten. Also das ist auch erstmal schon mal cool. Wir können auch einmal hier weiter skippen, bis wir bei der Seemaschine sind. Gucken, wo die ist. Ja, die muss noch dementsprechend 2 Bahnen. Das geht alles. Das ist doch cool. Dann können wir die auch rüberfahren. Dann steht da schon alles. Und ich hoffe, dass wir das Ganze im Trockenen noch reinkriegen. Ja, aber ich hoffe, dass es euch gefallen hat, weil wir sind leider schon wieder am Ende der Folge. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch tatsächlich gefallen hat. Wenn ja, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch über ein Abo und ein Teilen sehr freuen. Dann sage ich vielen Dank und hoffe, dass ihr das nächste Mal dann wieder mit am Start seid. Wenn ihr irgendwelche Wünsche, Ideen, irgendwas habt, schreibt es in den Kommentarbereich. Würde ich mich sehr darüber freuen. Dann sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.